Was kann ich tun, wenn ich mich selbst immer wieder kritisiere und fertig mache? Wie kann ich ein bisschen netter zu mir sein und achtsamer mit mir umgehen? Oft ist es ja so, dass wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben oder nach einem Streitgespräch uns erst auffällt, ach, ich hätte ja noch das oder das sagen können, dass wir uns selbst fertig machen. Wenn wir Fehler gemacht haben in unserem Leben oder Dinge vergessen haben, es gibt so viele Gründe, warum Menschen sich selbst fertig machen und kritisieren. Wenn es dir auch so geht, also mir geht es so, ja, wie oft im Alltag passiert es mir, dass ich mich daran erinnere, dass ich bemerke, wie ich mich selber fertig mache, aufgrund von irgendwelchen Fehlern, die ich gemacht habe oder von Dingen, die ich vergessen habe oder weil ich nicht genug Zeit für meine Kinder habe und schon wieder nur beschäftigt bin mit Haushalt und Arbeit. Da merke ich schon, wie die innere Stimme hochkommt und anfängt, mich fertig zu machen. Zwei Dinge dazu. Erstens, hat das oft was zu tun mit traumatischen Erfahrungen aus der Kindheit. Und wenn ich sage traumatisch, heißt das jetzt nicht, traumatisch hört sich immer so schlimm an, so geschlagen, gefoltert. Nein, es gibt verschiedene Menschen. Die eine Gruppe wurde fast nie kritisiert oder gar nicht kritisiert von den Eltern. Die sind super selbstbewusst. Egal, ob sie jetzt eine falsche Entscheidung treffen oder ob sie im Streitgespräch nicht die richtigen Worte herausbringen, alles gut, laufen ganz selbstbewusst durch die Gegend und scheiß auf alles. Mein Gott, läuft doch. Die andere Gruppe der Menschen, die so oft kritisiert wurde schon als Kind, nimmt es sich sehr zu Herzen und kritisiert sich dann selbst. Warum? Die Worte, die uns unsere Eltern als in der Kindheit immer wieder gesagt haben, werden später unsere inneren Selbstgespräche. Und es reicht schon, wenn du es achtsam beobachtest. Das heißt, wenn du anfängst, dich selbst fertig zu machen, das heißt nicht, es wird jetzt damit komplett aufhören, aber die Energie wird immer weniger dich selbst zerstören und dein Selbstbewusstsein zerstören. Was ich persönlich mache, ist, mich selbstbewusst zu beobachten. Wow, wie ich mich gerade zerstöre. Das würde ich niemals meiner besten Freundin sagen, wie ich gerade mit mir rede. Und das ist der Punkt, es erstmal nur bewusst wahrzunehmen, wie du mit dir sprichst. Das ist der Punkt, es ist wie, wenn du den Täter bei frischer Tat ertappst, weil dann kann er nicht weitermachen. Du spürst es. Einfach nur, ohne dich zu verurteilen, so, jetzt bin ich so doof, jetzt fange ich schon wieder an. Nein, liebevoll zu dir sein. Interessant. Versuche ich mich gerade wieder fertig zu machen? Wow. Okay, kommt da noch was? Einfach mal reinhören. Meistens stoppt es erstmal für einen kurzen Moment. Kann sein, dass der Anteil in dir, der dich immer kritisiert, der innere Kritiker, erstmal so aufhört oder nur ganz klein anfängt. Aber du beobachtest ihn weiter. Wie wenn ein kleines Kind gerade irgendwas Schlimmes macht, die Wände anmalt und du guckst es an und es merkt, dass du es beobachtest, es wird aufhören. Es wird vielleicht noch einen Punkt machen und dann wird es aufhören. Und so kannst du Schritt für Schritt diesen inneren Kritiker zum Verstummen bringen. Ob er jemals komplett leise sein wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil die meisten Menschen, egal wie selbstbewusst sie sind, egal wie erfolgreich sie sind, die meisten haben innere Zweifel und haben einen inneren Kritiker. Weil wir einfach in einer Gesellschaft aufwachsen, Schule, Kindergarten, dann Arbeit, wo du immer mal wieder kritisiert wirst, weil du nicht zu 100% perfekt bist. Kaum jemand hat nur Einsen und macht alles perfekt. Und selbst die haben dann auch ihre Selbstzweifel. Aber damit umgehen zu können, das zu beobachten, da reinzufühlen, das da sein zu lassen und nur durch das Beobachten darf zu bemerken, wie das immer leiser wird und dann dafür zu sorgen, dass du liebevoller zu dir bist, immer wieder nette Worte zu dir sagst. Das heißt, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast oder wenn du im Streitgespräch gar nicht dich verteidigen konntest, liebevoll dich zu umarmen, dass du es nicht hättest besser wissen können, sonst hättest du es ja besser gemacht. Und dich daran zu erinnern, warum mache ich mich gerade so fertig? Wer hat mich früher genauso fertig gemacht? Weil dein Selbst ist so wertvoll, das brauchst du gar nicht fertig machen. Es wird immer Fehler machen. Es wird immer mal wieder irgendetwas tun, was vielleicht gar nicht so richtig war. Und das darf sein. Wir sind auf einem Planeten, wo wir Fehler machen dürfen, wo immer wieder Fehler passieren. Dafür müssen wir uns nicht psychisch zerstören.